Ich habe mich jetzt gefragt hier, den Mitarbeiter. Ich sage, na, seid ihr der Beste? Ja, zu den Besten. Er meint, zu den ersten zwei. Zu den ersten zwei. Also entweder er Nummer eins oder zwei. Wer ist der andere? Wer ist der andere? Da, wo wir als Letzte hingehen. Das sind die Top 2, ja? Oder die Bonn, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir testen heute. Der gute Memo hat es rausgesucht. Die YouTuber haben die besten Burger in der Türkei gewählt. Sämtliche Videos durchgeguckt und wir haben die 5 besten Burger rausgesucht, die von YouTubern empfohlen werden. Die werden wir abchecken. Natürlich auch so im Vergleich Burgerkultur Deutschland, Türkei. Was ist besser? Was ist anders? Wir werden direkt hier gleich zum ersten Spot gehen. Viel Spaß in der Türkei, in Istanbul. Wir legen los. Wenn Memo mich verliert, macht er einfach den immer. Auf Tourguide. Dann weiß ich, wo er ist. Und wo müssen wir längst, Tourguide? Digga, guck dir den Char-Kebab an. Alter. Oh, der sieht wildes aus. Alter. Was ist das? Links sagt, das ist nur Attrappe. Achso, hab ich. Achso, ich dachte, das wäre echt, aber es ist nur Attrappe. Sie kamen mit drin. Das ist Attrappe, ja. Oh, der sieht gut aus hier. Guck mal, was es hier alles Schönes gibt in der Türkei. Schöner Fettgehalt, guckt euch das an. Habe ich ja auch in Deutschland gegessen, in der Türkei gegessen. Lustigerweise den besten, den ich bisher gegessen habe, war in Deutschland. Scheiße, wir sind schon voll gefressen, bevor wir beim ersten Spot sind. Wir müssen noch 5 Burger essen. Oh, danke, mein Lieber. Oh. Zwei? Danke, mein Lieber. Ordentlich Lamm, aber das Ding ist hier, es ist nicht wie in Deutschland. In Deutschland ist oft so nicht dieses unangenehme Lamm. Es ist intensiv sogar, aber nicht unangenehm. Hier sind sehr viele Burgerläden, ne? Ich sehe schon. Aber Memo, eins ist wichtig, ne? Kriegst du den Klicker, dass wir auf jeden Fall Medium wollen? Ja, ich sag's denen und ob die das hinkriegen, weißt du selber, wie das ist, ne? Ob die das dann drauf haben. Okay, schauen wir. Ich hoffe ja. Also müssen wir mal gucken. Wenn die sagen, können wir gar nicht, dann müssen wir schauen, dann bringt's nichts. Genau. Also gestern waren wir schon Burger essen, die konnten auch wunderbar Medium. Guck mal, die stellen hier zur Show. Wenn man sagt, viele Läden machen das, du siehst, was sie hier anbieten. Das ist jetzt nicht unser Laden, aber ich will euch nebenbei, das soll eine richtig entspannte. Also stellt euch ein, Leute, lehnt euch zurück, macht vielleicht das Video nochmal auf Stopp. Wir machen eine ganz entspannte Foodtour, also eine Burger-Tour. Ich zeig Sachen, holt euch was zu essen an Tisch und esst ganz entspannt. Wir werden ganz chillig heute machen. Ist er hier? Burgers. Chuck Burgers, ja. Chuck Burger. Oh ja. Den empfehlen also die YouTuber hier, Leute. In der Türkei. Die stellen auch zur Show. Hey, Diggi, den empfehle ich auch. Hey. Das ist der. Das ist der, ja? Ja. Memo war auch hier, sagt er, empfiehlt ihn auch. Oh, das ist sein Bruder. Der verlorene Bruder ist da. Salam, Collar Geld. Welcome to Best Burger. Das Cheesy Burger werden wir wahrscheinlich nehmen. Wir bleiben basic heute, Leute. Wir brauchen den Vergleich. Es wird basic bleiben. Guck, Sandwich machen die auch. Signature sieht auch nicht schlecht. Das ist wie ein Cheeseburger, nur eine andere Soße wahrscheinlich. Den könnte man auch nehmen, den Chuck Signature. Ich frage nochmal ganz deutlich, Memo, kann er Medium? Frag ihn, ob er Medium kann. Medium, ja, Papillus, nimm uns da. Double oder Single? Was besser? Dein Junk ist da hier? Wie deine? Die sind nur 100 Gramm schwer, die Patties, also 200 werden nicht. Ja. Dann Double, ja. So Premiere, ey, zugucken, wie in Istanbul in der Türkei ein Burger gemacht wird. Frag ihn mal, ist das Öl- und Buttermix ist oder nur Butter? Und das ist Teriyama Variox, ja oder wann? Nur Butter. Nur Butter. Kann gefährlich werden, Leute, das will ich damit sagen. Er macht sogar Smash-Memo, krass. Boah, da habe ich nicht mit gerechnet, Memo. Da die Kruste mit Butter reinzukriegen, gefährlich, ne? Gefährlich, sehr gefährlich. Keine Kruste, gar nichts. Aber mit der Butter ist es auch eigentlich, würde ich ja sagen, nicht wirklich möglich, da eine Kruste reinzumachen, ohne die Butter zu verbrennen. Butter ist ein Geschmackspusher. Wird anders dafür. Die Kruste fehlt, aber die Butter wird drin sein. Und Brot hat er auch gut geröstet. Das ist so ein Smash-Käse, würde ich sagen. Ja, ja. Wollen wir noch einen machen lassen? Was meinst du jetzt? Hätte ich gewusst, dass es ein Medium ist, Leute, hätte ich ihn niemals... Also klar, ist auch schön, wenn du den Medium hinkriegst, aber ich glaube, er hat sich unter Druck gesetzt gefühlt. Nicht, dass die Kruste deshalb nicht da ist. Er meint, weil wir das Medium haben wollten, würde halt nur normale Röstung reinkommen. Ja, er soll es mit Röstung unbedingt nicht, dass er deshalb jetzt keine Röstung macht. Dann nehmen wir den zweiten noch. Dann ist... Aber normal, der Misal oder da, wie Stimme.
Hani daha çok kızarmış oluyor ya. Evet. Hani medium istemezsek daha çok kızarmış oluyor değil mi o zaman? Tabii. He? Medium well oluyor. Also ganz wichtig ist Memo, dass er jetzt weiß, er soll es genau so machen, wie es immer macht. Also es ist wirklich krustenfrei interessant auch. Also vielleicht lebt dieser Burger von anderen Sachen jetzt und nicht von der Kruste, sondern hat andere Vorteile. So wird es hier gemacht. Ich bin viel heißer noch als vorher, jetzt diesen Burger zu testen. Also nochmal für euch auch mit einmal meine Ansage, egal ob jetzt kostet oder nicht, er fühlt es, ihr habt es gesehen, dem bringt das Spaß, das Ding wird schmecken, sage ich jetzt schon. Soll ich mitnehmen? Ja. Zwiebelaroma des Todes, ich habe nur einmal angefasst, kurz getastet. Man riecht das auch, und ne? Es ist wie geröstete Zwiebeln so ein bisschen das Feeling. Also der erste Gedanke, der erste Impuls ist geröstete Zwiebeln, obwohl keine drauf sind, aber irgendwie kriegt das hin vom Feeling. Also ja. Saftigkeit ist so krass. Krasse Röstung vom Brot, sehr intensiv. Soßen komplett im Vordergrund, halt der Knack vom Brot und die Butter. Entscheidender Moment beim Burger, die Butter auch. Schön süße Zwiebeln. Todessaftig, Balance fehlt aber ein bisschen, viel zu soßenlastig. Salat geht auch noch zwischen den Reihen. Frische, nicht der 100%ige Matching-Faktor, aber auch nicht negativ. Einfach so, ist mit drauf. Denkst du jetzt aber nicht wie bei manchen Produkten, wo ich euch sage, da greift alles in dein Zahnrad, von vorne bis hinten. Boah. Die Röstung fehlt. Was hast du, Memo? Du hast vollkommen recht, die Röstung fehlt. Auch sehr soßenlastig, aber mit Brot-Butter-Geschichte schmeckt mir das also auch mit diesen karamellisierten Zwiebeln. Hat was, ne? Es hat so einen mega Eigengeschmack, also so kennt man nicht, finde ich. Ist kein schlechter Burger. Nee. Ich weiß nicht, ob das Illusion ist, ob der auch minimal ein bisschen Lammfett oder so drin hat. Ich habe gerade ein klein bisschen noch Lamm geschmeckt. Warte mal, testen wir mal. Aber das ist manchmal bei so einem geringen Impuls, ist manchmal auch Einbildung, weil du das jetzt die ganze Zeit im Kopf hast und damit rechnest. Also es ist kein schlechter Burger, definitiv kein schlechter Burger, aber schon die eine oder andere Schwachstelle. Ich habe mich so auf die anderen Sachen fokussiert, der ist sehr sapschig. Sehr sapschig. Kannst vielleicht noch mal in die Kamera halten, noch immer. Also völlig fett durchzogen, aber man Bock. Wir haben noch 4 Stück. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Gleich auf dem Weg zum nächsten gibt es die Bewertung. Viel Spaß bei Burger Nummer 2. Komm, hau du mal raus. Wir machen immer du zuerst Bewertung, dann echt. Was würdest du sagen, Bewertung? Soßenlastig, Kruste fehlt. Sehr butterlastig, auch teilweise zu viel. Ich bin so bei 7,1. Wie meinst du? 7,2. Okay. Ich hab's mit meinen 7,2. Was los? Ja, ne, ich sag dir das. Bin ich der Strenge? Aber ich habe hier, also lecker ist er. Also ich finde es auch einen sehr leckeren Burger. Ihr müsst auch so sehen, ne? Man muss jetzt bei Bewertung Folgendes betrachten. Wenn jetzt die Türken wahrscheinlich zu uns kommen, oh, ich glaube, die würden trotzdem unsere Burger feiern. Also Bun war echt nice. Ich fand das Butterfeeling auch sehr, sehr nice. Aber mehr als eine 6,1 ist nicht drin für mich bei dem Burger. Ne? Aber trotzdem 6,1 immer noch lecker, Leute. Immer noch wirklich ein leckerer Burger, nicht falsch verstehen. Aber in dem Sinne gehen wir rüber zu Spot Nummer 2. Also wenn ihr in Istanbul unterwegs seid, check in. Sorry, Istanbul-Card benutzen, da kommt ihr mit der Straßenbahn, mit der Fähre, mit dem Bus, mit dem U-Bahn. Könnt ihr ja überall aufladen, guck mal, da gibt es euch Aufladestationen, geil. Memo legt das immer einmal rauf, ich komm rein, er kommt rein. Bam, dann kannst du da durch. Und Holly kann durch. Mamo, du willst das sagen? Ja, natürlich will ich was sagen. Guck mal, Food Content mit der Holle drehen ist nicht einfach. Ja. Weißt du, wir haben einen Burger gegessen, gehen jetzt gefühlt 70 Kilometer, verbrennen diesen Burger wieder. Wir haben, ne, das ist anstrengend bei der Hitze, aber... Man muss ja Hunger haben auch. Natürlich, man gibt auch sein Bestes, dass man sich wirklich gute Läden aussucht. Da muss man auch halt viel... Ja, das hängt alles von dir jetzt ab. Eigentlich, wenn die Food Tour heute im Shop ist, dann werden alle dich verantwortlich machen. Ja. Das ist mich? Ja, ja. Digga! Oh, Memo, ich sag dir, wie es ist. Diese App für den Weg kannst du knicken. Hätte ich die App entwickelt, wäre das jetzt nicht passiert. Ich finde den Kram nicht. Du und entwickel? Gefühlt vor einem Jahr warst du noch arbeitslos.
Jesus und jetzt willst du Apps entwickeln? So schwer kann das ja nicht sein. Pass mal auf, Digi. Ich kenne Leute, die dich im Thema Softwareentwicklung weiterbilden können. Würdest du mit den Jungs dann kooperieren? Würdest du noch ein MacBook und AirPods bekommen, gratis for free dazu? Gratis? Gratis. Ja. Und du brauchst das auf jeden Fall. Du brauchst Bildung. Da hat Memo nicht ganz unrecht. Eine Weiterbildung bzw. Fortbildung würde mir ganz gut tun und das Ganze macht Master School im Bereich Tech. Da hat gerade ein Kurs gestartet und ihr habt richtig gehört, der könnte unter Umständen für euch gratis sein, wenn ihr gerade arbeitslos seid oder wenn ihr perspektivisch bald arbeitslos seid. Denn dann greift das Arbeitsamt oder das Jobcenter und unterstützt euch mit einem Gutschein. Cybersicherheit, Softwareentwicklung, Datenanalyse. Das ist ein Bereich, wo Master School ausbildet bzw. euch weiterbildet. Das in Vollzeit. Ihr habt ja Experten an der Hand. Akademiker, Branchenexperten. Es wird mit den größten Unternehmen der Welt zusammenarbeitet, mit Google, Meta, Samsung. Master School macht euch zu Experten und das in Bildungsgängen. Es gibt einen Schnupperkurs, einen Hauptkurs, der geht 12 bis 14 Monate und noch mal so einen kleinen Schnelldurchlauf in 7 bis 8 Monaten. Ihr könnt diese Kurse in Deutsch und in Englisch aufnehmen oder ihr könnt wie Englischlappen wie mich auch ein 200-stündiges Sprachmodul dazu buchen, wo ihr eure Englisch- und Deutschkenntnis verbessern könnt. Noch dazu mit meinem Link in der Videobeschreibung, wie am Anfang erwähnt, AirPods und MacBook gratis. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo eure Registrierung erfolgreich angenommen wurde, kriegt ihr das Ganze gratis. Also checkt unbedingt den Link in der Videobeschreibung ab. Kuss, Kuss, weiter geht's im Video. Wir sind da, Leute. Yeah, best man. Hi, ihr Lieben, grüß euch. Salam. Ja, hier sieht gut aus. Oh, sehr gut. Imperial Burger. Konntest du schon was in Erfahrung bringen, Memo? Ja, natürlich. Ja. Den Laden gibt es seit 14 Jahren. Echt? Schon einer der Institutionen. Die haben auch nochmal genau die Burgerläden aufgezählt, die wir auch bald besuchen werden. Ja, krass, okay. Ne? Die meinen halt, da muss man hin. Wenn man in Istanbul burgertechnisch was testen möchte, haben wir die geilsten Läden quasi ausgesucht. Sehr schön. Dann lass uns mal reingucken hier, was für Burger gibt. Klassischen Cheeseburger haben die nicht auf der Karte, aber wenn jemand einen klassischen Cheeseburger haben möchte, kriegt er dann halt nur Burger Patty mit Zwiebeln, Käse und Mayo. Dann nehmen wir den, ne? Wollen wir den so? Ja, lass uns den so nehmen. Klassik, Klassik. Okay, machen wir den. Ohne Erwartung. Aber Single, ne? Immer Single. Ist es Smash oder Dicker? Dick. Okay, dann Medium. Kriegen wir hin? Ja. Happy Pyrrhus, wo du jagst das schon. Ja, okay, machen die öfters. Ja, aber sag mal, du hast eben gesagt, jetzt checkst du, warum die ein YouTuber-Problem haben. Also die haben ein Problem mit YouTubern, weil viele herkommen und wollen dann halt eine Kooperation haben und halt Essen und sonst haben. Essen ist das hier eine Krankheit, sowas. Anscheinend. Viele. Und die meinen halt, hier ist eine Uni und der Schule und sowas und da sind gefühlt jeder zweite. Das ist so eine Masche, YouTuber. Jeder YouTuber. Kommt mit Handy rein, hey, I'm here, I'm genau. Turkey YouTuber. Genau. Ja, mal gucken, ey. Ich hoffe, das wird besser als eben, Brudi. Vielleicht steigern wir uns. Wir steigern uns, glaube ich, ja. Unsere Burger sind da, sehen ganz basic aus. So, erster Eindruck hätte man fast sagen können, Imbiss-Burger. Aber auch Handling ist anders, aber auch mit dem Ketchup-Mayo. Oh, so ein bisschen Imbiss-Style. Man sieht aber, anders als beim anderen Burger, direkt eine Kruste. Ich weiß nicht, was er sich gedacht hat beim anderen Burger, da keine Kruste reinzuhauen, diese Vorgehensweise. Ich dachte schon, wäre normal vielleicht, aber nee, hier haben sie eine Kruste. Ganz medium haben sie es nicht geschafft, aber es ist noch saftig von innen. Na doch, ganz leicht. Guck mal, bei mir ist gut. Bei dir ist gut, oh ja. Barbecue-Touch haben wir drin. Sehr spezielles Bun, nicht so wirklich Milchbrötchen-Style, auch nicht Brioche-Style, aber das hat so ein bisschen, ja, es hat eine gewisse Milchigkeit so vom Bun her. Ich weiß nicht, wie ich das genau greifen soll. Also ich finde es schon deutlich besser als eben. Deutlich. Geiler Burger. Man schmeckt sogar auch das Fleisch, also ist ja leider auch bei Burgern seltener der Fall, dass du wirklich Fleischgeschmack hast, ist auch so ein anderer, das ist ein Special-Fleischgeschmack. Die werden von der Fleischzusammenstellung eine andere Wahl haben als bei uns in Deutschland üblich. Du hast unterschwellig die ganze Zeit die Barbecue-Soße, denn zwischendurch kommt das Fleisch doch zurück mit einer Eigennote, also. Sehr starke Röstaromen, ne? Trotz Medium, echt? Ja, bei mir habe ich noch überwiegend die Soße, die anderen Faktoren. Da ist ja jeder Burger auch anders gemacht. Also, so meine Impulse, die ich reinkriege, es ist Barbecue-Soße, aber es kommt trotzdem immer noch so ein minimaler Ketchup-Funken durch dieses Ketchup-Imbiss-Mayo-Mix-Ding. Ganz dezent, so irgendwie 10% ist für mich immer noch so Imbiss-Charakter, wie auch von der Optik. Was sagst du den karamellisierten Zwiebeln? Kommt dezent bei mir durch. Ja, gelungen. Wann gelungen, das Milchbrötchen-Ding, Bock. Also der hat mir sehr gut geschmeckt. Das war schon wirklich deutlich besser als eben. Da muss ich bei Bewertung muss ich gleich nachdenken, was ich da mache. Ich habe eine gute Tendenz. Hast du auch eine gute Tendenz? Ja. Wollen wir spontan einfach raushauen, hau mal raus, mal was du sagst. 8,6. Ehrlich? So stark bist du? Der hat mir sehr gut geschmeckt. Gesamtkombi wirklich einfach, klassisch, geil. Ich habe auch überlegt, wenn ich jetzt in der Ecke würde ich wieder herkommen und so einen Burger essen. Mhm. Ja.
Guck mal, jetzt auch dieses Nachgang im Mund, auch mit Fleischgeschmack. Fleisch war okay, also geschmacklich war das sehr gut. Aber wichtig ist auch immer so dieser Nachgang, ne, was man so empfindet. So. Ich fand die Harmonie im Mund geil. Also ich habe auf folgenden Grund, nämlich, dass ich auch ein, zwei Mal so ein, ich möchte jetzt nicht Knorpel im Fleisch sagen, aber irgendwas Verhärtetes, muss ich ganz minimal noch Abzug nehmen. Aber ich wäre bei einer 6,9 dadurch. Aber ich finde ihn deutlich besser als eben. Ja, wenn wir aber so weitermachen, sehen wir jetzt im Burger-Spot Nummer 2. Noch 3 haben wir vor uns. 3 haben wir noch, ja. Vielleicht landen wir bei dem letzten bei 10. Also, wer weiß, ob wir Sucharbeit, aber muss einfach ganz klar sagen, klar kann man immer sagen, jeder hat seine Art und Weise, einen Burger zuzubereiten, aber die Art und Weise, einen Smashburger so darauf zu hauen und null Rüstung reinzubringen, finde ich einfach fehlerhaft. Aber gut, wir haben jetzt hier einen stabilen Burger gehabt. Auf zum nächsten. Auf zum nächsten, ja. Also ich muss noch mal gucken, ich kann es mal einblenden. Ich glaube, das ist die größte Dönerkette der Welt, die jetzt auch in Stuttgart ist. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Die habe ich auch schon getestet in Deutschland. Hier haben wir gleich Spot Nummer 3. House of Burger nennt er sich wohl. Hier ein Supermarkt, türkischer Supermarkt, MMM, Migros. Ja, je mehr M's vor dem Namen stehen bei denen hier, umso größer ist der. Ach, ehrlich? Ja. Und dann geht es bestimmt nach Fläche ab. Bestimmt nach Fläche darfst du dann 4. M, 5. M. Oh, und hier, eins fällt dann gleich auf. Cool, aber es wird natürlich auch später. Vielleicht ist bei den anderen jetzt auch voller. Viel Spaß bei Laden Nummer 3. Ich finde den ersten Eindruck sehr professionell. In Deutschland hätte ich gesagt, zu professionell, eher so dieses auf Kettenschiene beinahe. Ich habe jetzt gerade an gedacht in Hamburg, ich weiß auch nicht warum. Hast du gesagt Medium, den Burger? Medium, ich habe Salat oder noch. Medium. Ich gebe Medium. Also ich erwarte einen Standardburger. Ich schätze aber mal, der wird so in der Mitte von dem ersten und dem zweiten sich ansiedeln. Und ich glaube, der ist Ticken besser als der letzte. Ja. Wir haben jetzt 15 Uhr, nicht unbedingt die Mittagszeit hier auch. Ne? Ist voll ohne Ende, ne? Stimmt, ja. Das sind so kleine Faktoren, aber wie gesagt, die haben hier einen anderen Geschmack als wir da drüben, aber ich bin zuversichtlich, dass wir uns vom Laden zum Laden steigern. Okay, ich hoffe dir, ich hoffe. Wir werden warten, ja, kommt gleich der Burger. Boah, er kam ultra schnell mit seinem Burger. Den müssen wir gleich selber teilen, Memo. Natürlich. Okay, erste Diagnose, ich guck direkt drauf. Es ist Röstung drin, aber ganz wenig. Könnte auch ein TK-Ding sein, Memo. Muss man gleich mal schmecken. Ja, man sieht Medium. Also ich hatte befürchtet TK, aber ist nicht. Also let's go, let's go. Wir geben immer Memo den größeren Teil vom Burger. Wie kommt das, Memo? Guck mal, in dem Fall, das ist jetzt das, was ich meinte mit diesem türkischen Burger. Ja. Bun. Riesig, ne? Siehst du, ne? Bei dir noch größer, wenn man das von eben einblendet. Bin ich gespannt, ey. Soßen und gurkenlastig. Wir haben die komplett roh rausgehauen. Dann sagen wir mal so, Soße wird definitiv ein Gurkenwasser gemacht sein. Ganz matschiges, wieder dieses Milchbrötchen-Charakter-Ding, wo du richtig so kaust, so dieses Zusammenbacken. Relativ soßenlastig und du merkst, die haben es mit Medium nicht hingekriegt. Es ist wirklich noch komplett roh von innen. Leider nicht so gelungen. Probier du mal, Memo. Oh. Also, jetzt werde ich Folgendes machen, Leute. Ich lasse Memo mal mit der Kamera alleine mal gucken. Mach keine Scheiße, Memo. Ich gehe Hände waschen. Also Holger hat recht. Wirklich sehr, sehr roh. Also optisch vom Burgerladen habe ich viel mehr erwartet. Das ist so, wenn man mal irgendwas erwartet und dann leichte Enttäuschung bekommt, ist man also größer noch enttäuscht. Das ist ja eine Enttäuschung. So, bevor Holle kommt, meine Punktzahl, mal gucken, was er sagt. 6,7. Mehr ist das nicht. Nichts Besonderes. Nee, 6,7. Also wegen der Limonade würde ich herkommen. Ich habe eine 6,7 gegeben. Also ich werde eine 5,7 geben. Bei uns echt Trend so, ne? Immer so ein Punkt Abstand ungefähr. Ne? Aber ich würde nicht deswegen herkommen. Weißt du, ich habe das auch im Video gesagt, ich würde wegen der Limonade kommen, aber nicht wegen der Disco. Was wir jetzt bei den drei Burgern sagen müssen, deutlich voraus in Deutschland. Ne? Einfach ganz klar kompromisslos, deutlich voraus. So mehr. Oh, scheiße, ey. Oh, wie liegt das denn da, ey? Ich habe mir voll das Ding, Leute, ins Auge gerammt, ey. Oh, scheiße, ja, Brille noch heil, das ist das Wichtigste. Brillenträger werden das fühlen. Wer Brille im Arsch wäre, Katastrophe. Mehmet, du saßt gerade vor dem nächsten. Ja. Vom nächsten Burger hast du schon viel gehört. Vom Namen her, den nächsten haben alle YouTuber. Ach, da meinst du, hast du viel gehört. Ich wollte gerade sagen, wo hast du viel gehört von dem? Also alle YouTuber haben gesagt, heftig, heftig, heftig. Heftig, 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 ja. Und Nummer 5, wo wir auch hingehen. Ja. Haben auch alle geredet. Das sind so diese beiden Namen, die alle... Das sind die heftigsten, die wir zum Schluss kommen, die heftigsten, ja?
Hoffentlich. Okay. Kurze Pause, einmal Wasser snacken. Die haben auch kalte, ne? Ja, okay, kalte. Hau die mir sonst im Rucksack und dann zwei. Egal, kalte. Die kalten soll auch die anderen kalt. Vielleicht trinken. Ne, wir haben nur zwei kalte. Haben die nur zwei kalte? Einen nehme ich. Ja, okay. Dann nehmen wir vier Stück insgesamt. Geil. Wundert euch nicht, ich habe Kokosnussöl im Gesicht, deshalb glänze ich vielleicht ein bisschen. Ah, Sheriffe. Das ist er, ja, Memo? Ist er das? Akali heißt er. Oh, Memo, guck mal da. Ja, sieht unscheinbar aus. Geiles Logo hier. Wenn die Burger auch so künstlerisch sind wie dieses Logo hier, dann erwartet uns jetzt also was ganz Krankes. Was ganz Krankes erwartet uns hier. Kollegessen. Kollegessen. Oh, guck mal hier, Memo. Lass ihn mal durch hier, mal bitte. Guck mal, die sind hier gleich ausgestattet, ey. Also so eine Vorbereitungsweise habe ich auch noch nie gesehen. Die erinnern mich irgendwie an Five Guys, weiß auch nicht warum. Nochmal der Laden, Leute, ganz entspannt. Also hier kommt man rein. Das sieht geil aus, die Soße. Die will ich auch drauf haben, Memo. Ich brauche einen Burger mit dieser Soße, die sieht geil aus. Guck mal, egal was passiert, das brauche ich. Und ist alter Hepsiner Miguel, wie Ama Hepsiner war. Der ist bei allen drauf. Der ist bei allen drauf, sehr geil. Dann nehmen wir einfach Standard wieder. Wir chillen jetzt hier und snacken, weil die wollen auch wieder nicht, dass wir in die Küche gehen. Die ein, zwei Aufnahmen waren in Ordnung, aber ja, wir setzen uns einfach hin, warten auf den Burger. Also hier bestimmt man, also kriegt man klassischen Burger mit 80, 160 oder 240 Gramm Patty. Tut dann bestimmt die Kunden selber, ne, was man halt auch drauf haben möchte. Und ich habe gesagt, er soll uns einen klassischen Cheeseburger machen, Medium, am besten Double Patty, weil 80 Gramm ist zu wenig. Double ist cool. So machen wir es. Jetzt haben wir ein Double, ja? Medium olsun. Sosları kendimle ortabışmış. Sosları kendimle. Sel böyle çok çok sos olmaz. Çok tek sos yapacağım. Evet çok abartı olmasın. Tamam. Okay, wir nehmen double burger jetzt, ne? Double. Double burger. Wolltest du schon mal gedoubled, Memo? Nein. Nein. Boah, guckt euch die Katze an hier vorne, ey. Eine Feini. Lässt sie sich streicheln von mir? Komm, Hobby. Ja, das ist Feini. Ja, was ist das anderes? Wir sind Freunde geworden, mein Schatz, ne? Du bist mein kleiner Schatz, ja. Ich mag dich gerne. Sie chillt mit uns, sie gehört jetzt dazu, Memo, sie gehört zur Gang. Unsere Gang ist größer geworden. Ich habe ihn jetzt gefragt hier, den Mitarbeiter. Ich sagte, na, seid ihr der Beste? Ja. Ja, zu den Besten. Er meint, zu den ersten zwei. Zu ersten zwei. Also entweder er Nummer eins oder zwei. Wer ist der andere? Wer ist der andere? Da, wo wir als Letzte. Da, wo wir als Letzte hingehen. Das sind die Top zwei, ja? Ach so. Wow. Der Besitzer von Sula, wo wir als Letzter hingehen. Und Besitzer sind Brüder oder Geschwister. Und da, Leute, boah. Der sieht auch schon irgendwie anders aus. Ich möchte nicht jetzt sagen flüssiger, aber der sieht mir nicht so dominant aus. Kann natürlich voll täuschen. Der sieht nicht schlecht aus. Ja. Der hat auch irgendwas eingelegte Zwiebeln oder so. Ich weiß nicht, was das hier unten ist. Mhm. Etwas dicke Gurken hier, etwas dicker am Knack. Burger generell deutlich säurelastiger als alle zuvor. Flauschiger Bun. Soßen in der Tat nicht so offensiv. Doppel Patty, Medium bestellt. Ganz milchiges Bun wieder. Das milchigste von allen. Scheint hier normal zu sein. Hier war eine Süße drin. Interessante, prickelnde Süße, gepaart mit so einem Salzprickeln. Sehr besonderes Feeling. Das hat so irgendwie so einen Zimtgeschmack, ne? Merkst du, dass du irgendwas... Ich weiß, was du meinst, ja? Das Ding ist lecker. Beste von allen bisher. Das auf jeden Fall. Die Beschreibung finde ich ganz treffend. Bei bestimmten Burgern, die schaffen es halt eine übertrieben geile Sapschigkeit. Dieses Feeling, wenn du einen Burger beißt und gefühlt alles eins wird zu einer Masse. Und dieser Burger, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das versucht, das will ich überhaupt nicht sagen, aber würde der Burger sprechen können, würde er zu mir sagen, ich will zu einem Biss werden, ich will zu einer Masse werden, ich will sapschig werden, schafft es aber nicht ganz dahin zu kommen. Er ist so in die Richtung und hat genau die richtigen Ansätze, aber er ist so noch ein 15-jähriger, sehr talentierter Spieler, der nochmal unter die Fittiche von Jupp Heynckes genommen werden muss. Kennt ihr Sanchez, ob der Bayern gespielt hat. Keiner weiß, ob er es schafft oder nicht. Vielleicht schafft er es nicht, aber er ist gut am Start. Er ist talentiert, aber er ist noch kein Ronaldo. Gesamtkombi käsig, diese Gurke spielt eine ganz große Rolle. Aber dieser Orchester im Mund spielt eine geile Musik. Spielt eine gute Musik. Neue Musik. Neue gute Musik. Ja. Ich würde sagen, bei dem Burger sagen, geben wir Punktzahl auch erst zum Schluss. Ja. Wir gehen zum nächsten noch und dann geben wir von den letzten beiden die Punktzahl. Genau, der ist gut. Kannst du Chef noch mal holen? Ich will dir noch was sagen. Kannst du übersetzen nochmal? Okay. Mhm. Gestern, als Memo und ich alleine waren, dün, ikimiz yalnız kan, hat Memo mich berührt.
Burger. Nein, also jetzt nochmal von vorne. Wir haben jetzt die besten Burger in Istanbul getestet, laut YouTuber. Bak ham buradaki İstanbul'daki hani YouTuber'ların hani en çok 5 beğendiği burgerların hani şimdi bu 4. spottayız burası. Evet. Mesela var das der beste ya. En iyisi buydu. Şimdi 4'te insanı. Bundan sonra Zula'ya geçeceğiz. Afiyet olsun. Tamam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Wir gehen jetzt durch den Park hier, ab zum letzten Burger, noch 20 Minuten Weg. Und dann wird gesnackt. Burger Nummer 5, angeblich Top 1 und Top 2. Was ist los, Memo? Kannst du nicht mehr? Schnaufst du gerade, oder? Nein. Memo! So, wir sind gleich da, Leute. Hier die üblichen Straßenstände. Es scheint schon bekannt zu sein, selbst wo wir hier eben längst gegangen sind, sagt Memo, hat jemand gesagt, so, oh, der ist Zulai Burger oder wie der auch immer heißt. Also der ist in aller Munde und wir testen jetzt. Nächstes Mal, wenn wir hier sind, essen wir in der Cockstation, ey. Burgerspot Nummer 5 ist da. Nummer 5 ist da. Da ist er. Wieder mit einem Wohngebiet, scheint Konzept zu sein, bei den anderen auch. Zula Zula. Man sieht, dass das der Bruder ist von dem. Ähnliche Elemente. Ganz easy, kleiner Laden. Memo redet gerade hier direkt Küche. Und jetzt wird es direkt, denke ich mal, wir haben bestimmt auch nicht wollen, dass wir da was abfilmen, direkt an Burger. Die haben Schweinebecken. Wieso haben die Schweinebecken? Mir? Ja, da muss ich dir näher war. Ah, heftig, weil einige das wollen. Die haben Cheddar mit karamellisierten Zwiebeln, 100 Gramm Patty, Gurken Relish und Trüffelmayo. Klassischer Cheeseburger, ich würde sagen, 100 Gramm reicht uns diesmal. Ne? Ja, nee, hier lang. Ja, der sieht echt nicht schlecht aus, ja. Trüffel-Mayo, schmeckt man sofort. Ist der Medium? Der ist Medium. Ja, die haben es sogar gut geschafft. Die haben es gut mit Medium hingekriegt. Das klingt an der Süße vom Bun. Aber sehr interessante Süße auch. Kommt so reingestochen. Da hat sich angefühlt wie so ein Stich nach vorne, so ein Peak, bam, und ging wieder zurück. Da habe ich beim letzten gar nicht geschmeckt. Die haben ja diese rote Soße drauf. Konnte ich gar nicht irgendwie, haben keins gesagt beim letzten Burger, die haben genau das gleiche hier. Der süßeste Burger von allen. Mhm. Karamellisierten Zwiebeln, ganz süß. Mit kleinen Gurken, immer wieder kleiner Biss, bam bam. Ist immer wieder so ein Knack da drin. Hintenrum die leichte Schärfe von dieser roten Soße da drauf und dann die Trüffelmayo hintenrum. Einen Impuls hatte ich noch kurz, konnte ich aber nicht mehr greifen. Ich habe noch einen schönen Moment, was sagst du, Memo? Also, der ist sehr stark. Das ist besser als der eben, finde ich noch. Ich finde ihn echt so in sich stimmig. Wirklich, der ist wirklich in sich stimmig. Nicht zu viel Käse, Brot ist süßig. Und jetzt weiß ich, was ich zwischendrin noch für einen Peak hatte. Schöne, grob gemahlener Senf. Und kleine Senfkörner, bam, beißt du kurz drauf. Boah, ist schon nicht schlecht, ja? Und eins dürft ihr nicht vergessen, das ist unser 5. Burger, oder? Unser 5. Burger, auf jeden Fall. Wir gehen ab einfach zur Bewertung jetzt. Dann sind wir durch für heute. Boah, hat Spaß gemacht. Jetzt checke ich auch, warum hier alles eingezäunt ist. Memo sagt schon so, er fragt eben nach dem Weg zur U-Bahn oder zur Bahn und wo wir längs gehen sollen. Sagt Memo, links ist doch eigentlich schneller. Er sagt, nee, da würde ich nicht längs. Da ist schon eine schlimme Gegend. So, ne? Ich habe gesagt, was soll mir passieren? Er meint, nee, nee, geh trotzdem an die Strecke. Burger ist jetzt nichts, wo man sagen muss, und das kann man sich auch denken und konnten sich die meisten denken, ist nichts, wo man sagt, geh nach Istanbul Burger essen, müsst ihr machen. War auch nicht die Intention, war auch nicht der Gedanke oder konnte ich mir auch selber nicht denken, dass es dabei rumkommt. Hier gibt es viel stärkere Sachen. Ja, aber ich finde den Vergleich ganz schön und ich gebe dem vorletzten Burger gebe ich eine 7,1 und dem hier gebe ich eine 7,2. Also am Ende des Tages waren die letzten beiden tatsächlich die stärksten, beziehungsweise der zweite Burger heute in der Riege, vielleicht der ohne meine kleinen Knorpel da drin, war jetzt nicht unbedingt schlechter. Also im Großen und Ganzen trotzdem absolut tragbar. Und denke ich, eine gelungene Tour, ne Memo? Auf jeden Fall. Also Leute, ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. In der Videobeschreibung Memo auch am Start, ja, wenn man Lust hat. Und wieder mal abonnieren, kommentieren, liken, Glocke einschalten. Für den direkten Support, dann sage ich Kuss, bis zum nächsten Mal. Macht euch einen schönen Tag.